Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ja, ich habe mich jetzt hier durchgeschlagen bis zu dieser letzten Statue, die wir noch nicht aktiviert haben. Spartacus, ja, Klasse A. Oh mein Gott. Also es könnte auch passieren, Leute, dass ich eventuell das ein oder andere Mal wieder fehle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, muss ich da nur draufschlagen oder... Ich weiß nur, dass der einen übelsten Schlag drauf hat. Hier vorne speichern wir mal noch. Wäre ein Wunder, wenn ich den jetzt beim ersten Mal schaffen würde. Aber wir setzen uns natürlich auch gleich wieder Schilder. So. Achso, ich kann euch ja mal die Ausrüstung zeigen. Ich habe jetzt natürlich die Laufstiefel rausgenommen. Bei ihr setze ich dann auf mehr Angriffskraft. Dass das so bleibt. Dann natürlich, dass sie einen Schaden über 100.000 machen kann. Und ein bisschen physische Verteidigung. 25% weniger. Sie hat auch ein bisschen mehr Zauber. Dann hat sie zweimal physische. Weil er greift ja hauptsächlich, glaube ich, mit dem Schwert an. Und sie hat dann nochmal 1000 TP mehr. Genau, und bei ihr habe ich Magie höher. Weil ja bei ihr eigentlich die Angriffskraft höher ist. So, dann auch physischen Schaden. Bei ihr habe ich aber noch die Schleife reingelegt, sicherheitshalber. Und noch mehr Magieschaden. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist, aber ich denke mal schon. Ja, wir hätten dann noch 5 Meterpunkte. Da könnten wir uns... Achso, und die Paradigma... Ja, ich weiß nicht, ob ich gleich mit Blitzschlag anfangen sollte. Vielleicht sollte ich erstmal dieses hier nehmen. Also ich muss ihn ja sowieso erstmal scannen. Ja, dann ist ganz wichtig... Das wäre auch okay. Und hier zur Not, im Notfall... Kann ich dann noch die Lebenssymphonie wieder machen? Also während ich den scanne, tut sie manipulieren und sie kann noch Augmenter machen. Ja, ich denke mal, wir versuchen es einfach. Vorne ist er. Jetzt setzen wir uns natürlich noch Schilder. Schon mal vorher. Weil der, werdet ihr gleich sehen, der ist übelst. Nee, das ist er nicht. Das ist wieder eine Verarschung hier. Da ist er. Once you're a Seath, killing's the only thing that comes naturally. Oh je. Na dann mal los. Seht ihr schon, was der für einen Schaden reinhaut. Geben uns erstmal noch mehr Schutz. Doppelten... So. Ja, ein bisschen Negatives hat er, ja.
Er springt aber auch ganz schön hin und her. Noch geht das alles. Aber wenn er erstmal hier sein scheiß Schwert auflädt. Wie viel hatten der überhaupt? Ah, ihr seht, 9 Millionen. Uiuiui. Ah, und ich hab keinen Hest mehr. Schnell hierher. Wieso gibt's hier, wieso macht sie keinen Hest? Verstehe ich nicht. Na gut, dann gehen wir mal kurz in grüne Front. Ach, und sein Dingsleiste war jetzt auch schon wieder fast enden. Der klaut einen jedes Mal, wenn er zuhaut. Oh, jetzt kommt das. Übelster Hammer. Ja, jetzt hat er es nicht gemacht, oder was? Doch, macht er noch. Normalerweise wäre das viel schlimmer. Hallo. Oh, er lädt schon wieder auf. So. Das könnte sogar ein bisschen länger dauern, aber ich nehme jetzt so lange auf, bis ich den, also quasi wenn ich jetzt verliere, dann mache ich natürlich auch einen Schnitt, falls die 20 Minuten schon um sein sollten. Was ich ja nicht hoffe. Jetzt geht er natürlich nur auf Vanille. Ist ja auch wieder blöd. Kriegt man auch gar nicht im Schockzustand. Ja, er hat ja fast 1000. Ja, den muss man so machen. Nur eine Heilerin erstmal. Sollten wir aber wieder mal uns ein paar Dinger geben. Oh,
Da seht ihr mal, wenn ihr keinen Schutz habt. Alter Schwede. Der haut so rein. Jetzt verwende ich mal Meterpunkte. So, jetzt erstmal wieder drauf. Ist das das jetzt gewesen, was so reinhaut? Nein! Das war das, glaube ich. Jetzt hat er nämlich dieses scheiß Schwert. Ich glaube, jetzt ist er in diesem Wahn. Zerschmettern, ja. So. Ja, das war das. So, wenn er das macht, müsste er schnell auf. Der schwierige Teil. Sein Schwert nämlich, weiß nicht, dreifach so stark oder so. Aber jetzt macht er wieder Gemetzel. Ah nein, ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte doch auf Verteidigung gehen sollen. Ja, das ist das, was ich meinte, Leute. Jetzt können wir den ganzen Spaß nochmal machen. Was sagt die Zeit? Ist noch ein bisschen. Okay, Kampf neu beginnen. Ah, und wir hatten den doch schon so weit. Mein Gott. Ich dachte, ich kann noch einmal, kann ich noch raufmetzeln. Da war es schon zu spät. So, das können wir überspringen. So. Kurz scannen. So, jetzt machen wir uns. Ach, da haben wir ja schon. Bisschen stärker. So. Jetzt hauen wir erstmal auf. Oder ich mache dann einfach einen Schnitt zwischendurch. Diesmal weiß ich es aber, da gehe ich lieber rechtzeitig in eine Verteidigung. Ja, so ungefähr, wenn er unter die Hälfte seiner TP kommt. Wirkt gewaltige Magie. Führt mächtige physische Attacken aus. Ja, ja. Thank you.
Jetzt geht langsam unsere Dinger weg. Wir sollten jetzt mal... Kommt jetzt schon das Schwert? Nee, das ist erst was anderes. Aber wir können ja mal sicherheitshalber. Ah, er lädt sich auf. Ach nee, er hat sie gar nicht aufgeladen. Er hat uns, wollte uns Negativ-Dinger geben. Ihr seht, er geht immer nur auf mich. So, das kriegt aber Vanille hin. Jetzt hauen wir weiter auf ihn rein. Das ist hier noch nicht so ein starkes Schwert. Wieder nur Vanille. Kleine Saudi. Er schafft es doch tatsächlich, uns hier alle Dinger runterzuhauen. So, einmal Mega wieder. Aber erstmal wieder.
unbedingt mal wieder ein bisschen uns aufbauen. Ah, jetzt kommt er wieder mit seinem. This is nothing. All right. So. Grüne Front dürft's richten. Boah, jetzt hat er wieder alle fast weggenommen. Na egal. Na, jetzt habe ich gar keinen Schutz mehr. Das geht gar nicht. So, das reicht. Jetzt hat der Lightning alles weggenommen. Wir müssen jetzt aber mal ein bisschen reinhauen. Jetzt schon sein? Ne, noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen aufbauen. Jetzt kommt Zerschmettern. War es das schon? Ja. Oder? Ja, war schon. So, wir machen hier aber erstmal einen Schnitt und hoffen dann, dass wir es natürlich schaffen. Dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 13. Und vielen Dank fürs Zuschauen.